1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen und bitte meine etwas kratzige Stimme zu entschuldigen, aber wir werden das schon hinkriegen. Wie immer montags eine freie Themennacht. Ich freue mich auf eure Anrufe. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, es ist ganz wurscht über was, dann meldet euch bei mir, bei uns hier unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht hat den netten Namen Sina und ist 21 Jahre alt. Hallo Sina. Hallo, hallo. Domian. Weswegen hast du dich bei mir gemeldet? Bitte? Weswegen hast du dich hier bei mir gemeldet? Ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Ja, ich versuche mal. Also ich habe vor 3 Jahren jemanden kennengelernt. Ja. Über einen Bekannten bei einer Party. Ja. Und ich habe ihn gesehen und habe kein Wort mit ihm geredet. Ja. Und es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Liebe auf den ersten Blick. Gibt's sowas? Ich dachte es nicht. ich habe es noch nie erlebt. Aber egal. Also Liebe auf den ersten Blick vor 3 Jahren auf einer Party. Ja. Warum? Warum Liebe auf den ersten Blick? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gesehen und es war eigentlich, dachte ich, gar nicht so mein Typ vom Aussehen. Also es ist jetzt nicht so der, den man sich vielleicht vorstellt, diesen typischen Traummann so. Hast du aber ihn für denn mich nur, ist es ja. Hast du ihn denn nur gesehen oder hast du auch mit ihm geredet? Also ich saß fast neben ihm, also zwischen uns saß eben unser Bekannter. Mhm. Er hat uns vorgestellt und ich habe ihn dann eben wahrgenommen. Mhm. Und habe ihn angeguckt und ja, dann war es geschehen. Ja, aber dann hast du auch mit ihm gesprochen. Dann habe ich mit ihm gesprochen und ich habe mich mit ihm sogar sehr gut unterhalten. Also wir haben uns die ganze Nacht unterhalten. Achso, also das spontan erste gute Urteil wurde bestätigt dadurch, ja, dass du mit ihm geredet auf hast. Auf jeden Fall. Ja, und wir haben dann sogar auch Telefonnummern ausgetauscht. Ja. Er hatte sehr viel zu tun. Er war gerade so in Vorbereitung, hatte einen Auslandsaufenthalt vor sich. Wie alt ist denn der Knabe? 24. 24. War er damals oder jetzt? Jetzt ist er 24. 24, ja. Gut. Genau. Mhm. Und er hatte damals einen Auslandsaufenthalt vor sich. Mhm. Und hatte deswegen auch sehr viel zu tun. Wir haben uns dann aber noch ein paar Wochenenden getroffen. Ja. Immer auf einer Party so, haben uns auch immer sehr gut unterhalten. Ja. Und dann kam eben der Abend, der letzte Abend, bevor er wegfahren musste. Mhm. Und auch da haben wir uns wieder lange unterhalten und er meinte irgendwann so, ich muss jetzt los, mhm, ich fahre ja bald. Und da war für mich alles zu Ende. Also ich habe... Mhm. Er ist dann gefahren? Er ist gefahren. Für wie lange? Er war 3 Monate weg. Ja, jetzt erzählen wir, du erzählst etwas, was schon sehr lange zurückliegt, 3 Jahre und so. Was ist heute ganz aktuell der Anlass, dass du mir von der Geschichte erzählst? Also ich habe ihn zum Beispiel letzte Woche gesehen. Du bist verheiratet mit ihm, hast 3 Kinder und willst dich entscheiden lassen. Nein. Nein, du hast ihn letzte Woche gesehen. Ich habe ihn letzte Woche gesehen. Wie, da ist innerhalb dieser Zeit nichts gelaufen? Ihr Nein, also er ist wiedergekommen und von da an war erstmal immer so ein bisschen Kontakt, aber eher weniger. Wie lange war der denn weg? Bitte? Wie lange war der denn weg? Er war ja 3 Monate nur weg. Ja, gut. Und dann kam er wieder und ich habe dann immer mal versucht, ein bisschen Kontakt aufzubauen, wollte natürlich auch nicht zu aufdringlich sein, aber habe immer mal gesagt, na, wie geht's denn? Ja, ja. Und es kam dann auch immer was zurück, aber eigentlich relativ unpersönlich. Ja, Mensch, aber inzwischen sind 2 Jahre ins Land gegangen, mehr noch. Ja. Und nun? Ich habe ihn dann noch öfter mal gesehen und es ist tatsächlich passiert, dass ich ihn vor 5 Monaten, ja, hat er mir einfach mal so wieder geschrieben, wie es mir denn geht und was ich denn mache. Mhm. Und dann haben wir uns danach auf einer Party getroffen, ja, und uns wieder wunderbar verstanden und dann haben wir uns geküsst. Na, das hat aber lange gedauert. Ja. So, heißt das, du bist nach wie vor in ihn verliebt? Ja. Und hast quasi 3 Jahre gewartet und dich zurückgehalten? Ja, und ich habe mich immer noch zurückgehalten. Ja, aber Mensch, Sina, wo sind wir denn? Wenn du, naja, ich hab, wenn du den toll, so toll fandest und er dich offensichtlich auch nicht gerade uninteressant fand. Ja. So, nun sind die 3 Jahre Schnee von gestern, aber jetzt habt ihr geknutscht. Ja. Jetzt soll die Lok aber mal ins Fahren kommen. Ja, ich habe das Gefühl, dass er seitdem jetzt irgendwie so eine extreme Panik bekommen hat und sich überhaupt nicht mehr meldet. Hast du ihm eine SMS geschrieben? Ja, ich habe ihm SMS geschrieben. Wie viele?
4, 5. Ja. Und er hat gar nicht darauf reagiert. Doch, er hat einmal darauf reagiert, aber er hat so geschrieben, wie er irgendeiner Freundin schreibt. So, na, wie geht's denn? Mir geht's gut. Und was hast du denn in den SMS geschrieben? Ich habe ihm geschrieben, ob er mal wieder Zeit hat. Zum Beispiel, finde ich in Ordnung, ja. Mhm. Ob wir uns mal wiedersehen können, wie es ihm geht, was er macht, ob er viel zu tun hat. Ja. Und es kam, ja, ich habe sehr viel zu tun und im Moment keine Zeit. Und, klingt schlecht. Aber die Antwort kam auch immer erst nach einiger Zeit so. Klingt alles schlecht, Sina. Klingt fast schon so, als könntest du es dir abschminken. Ja, ne? Ja, klingt. Finde ich ja. Wenn jemand interessiert ist, lässt er das nicht so lange laufen. Oder ich meine, du kannst ja noch ein, zwei Versuche machen. Ganz klare Versuche, nochmal direkt ein Treffen vorschlagen. Mhm. Und wenn da wieder nichts kommt oder jetzt habe ich keine Zeit oder so, dann ist das durch die Blume gesagt, ich habe keine Lust. Du hast jetzt genügend Signale dahin gegeben, dass du Interesse hast. Ne? Ich will auch nicht ihm die ganze Zeit hinterherrennen. Nein, auf keinen Fall. Und ich hoffe, du bist nicht so verknallt in ihn, dass du dann sehr leidest. Nee. Mhm. Oder? Leiden tue ich schon. Ja, gut, aber es ist jetzt immer noch so, wenn ich ihn dann mal so sehe. Ja, aber es ist ja nichts passiert. Es ist noch keine große Sache passiert zwischen euch beiden. Nein. Ich würde jetzt noch zwei Versuche vielleicht machen. Maximal. Und dann muss der Stolz bremsen. Dann muss der Stolz sagen, nee, jetzt ist gut. Und wenn du nicht willst, ich krieg auch andere tolle Jungs. So musst du dir sagen. Liebe Sina, in diesem Sinne. Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, was haben wir denn jetzt eigentlich? Wie viel Uhr? Wir haben 1:07 Uhr und jetzt ist eigentlich eine ganz gute Zeit für unsere schnuckelige kleine Montagspostecke. Ich möchte euch ein bisschen was vorlesen, was uns gemailt, gefaxt oder geschrieben wurde. Bruno aus Neuss schreibt mir: Sehr geehrter Domian, kaum hat ein Gast bei Ihnen einen Satz ausgesprochen, schnappen Sie schon nach Luft, um ihn zu unterbrechen. Nur ihre schwulen Telefongäste haben da mehr Freiheit, die ausschweifend ihr Leben darlegen. Sie, Herr Domian, lachen dann verständnisvoll und wohlwollend. Einige ihrer Zuschauer aber sind hetero und würden gerne auch etwas Höflichkeit erfahren. Also ich muss sagen, dass ich komplett baff bin. Ich bin völlig baff, dass wir hier auch heterosexuelle Zuschauer haben. Ich bin völlig baff, lieber Bruno aus Neuss. Und jetzt, da ich das weiß, will ich mich gerne demnächst darauf einstellen. So, Mick aus Königswinter schreibt, Mick ist 23 Jahre alt, hi Domian. Du hast neulich in deiner Postecke eine Mail vorgelesen von jemandem, der es ekelhaft findet, wenn bei dir in deiner Sendung ältere Leute über ihre Sexualität sprechen. Mann, oh Mann, ist das ein Hirni. Findet der seine Eltern und Großeltern auch ekelhaft? Und wahrscheinlich ruft genau der Typ bei dir in 20 Jahren an und sucht nach Hilfe, weil er keinen mehr hochkriegt. Marion, 53 Jahre, schreibt: Hallo Domian, in deiner Themensendung Schlechter Sex rief eine etwa 40-Jährige bei dir an und erzählte von einem sehr frühen Sexerlebnis mit einem jungen Mann, der einen viel zu kleinen Penis hatte. Sie fand das schrecklich. Ich konnte die Frau voll und ganz verstehen. Mir gehen meine Geschlechtsgenossinnen sehr auf den Geist, die immer beteuern, es komme nicht auf die Größe an. Kommt es doch. Meine Männer waren immer gut ausgestattet. Unter 16 cm lief nie was. So, und dann noch eine Post aus Berlin, aus Berlin von Mario. Mario schreibt: Hallo Domian. Kurzes Statement von mir zum Karikaturenstreit ist, glaube ich, noch nicht in deiner Sendung thematisiert worden. Ich habe total Schiss, dass der Westen sich von dem radikalen Mob einschüchtern lässt. Bitte, liebe Dänen, macht weiter so. Ihr könnt auch gerne noch andere Götter karikieren, zum Beispiel Jesus. Ich bin nämlich Christ und mir wäre das total egal. Niemand könnte meinem Glauben etwas anhaben, schreibt Mario aus Berlin. Ende unserer kleinen Postecke. Weiter mit der Sendung, weiter mit einer freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit Michaela. Und Michaela ist 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo Michaela. Was ist dein Thema? Ich wollte erstmal sagen, du bist total super. Dankeschön. Dein Team auch. Die waren auch sehr nett gerade. Ja. Bei mir geht's. Ich habe Donnerstag meinen Papa verloren. Am Donnerstag? Ja. Ja.
Plötzlich? Ja. Was ist passiert? Er war auf Arbeit, ein Arbeitsunfall. Mhm. Was ist genau geschehen? Er ist Gerüstbauer. Mhm. Und er ist aus, so wie die Polizei gesagt hat, aus 4 Meter Höhe, ist er abgestürzt. Mhm. Und war auch sofort tot. Durch eigenes Verschulden oder war es? Ja, kann keiner sagen. Es hat keiner was gesehen oder, keine Ahnung. Mhm. Kann keiner. Wie alt ist dein Vater geworden? 54. 54, ja. Mhm. Er war sofort tot, natürlich von der Höhe. Ja. Auf dem Hinterkopf ist er gefallen und war sofort tot. Ja. Wie hast du von dieser schrecklichen Nachricht erfahren? Ja, um 7:30 abends. Ich habe meine Kinder gerade im Bett gebracht und dann rief meine Mutter mich später an, dass mein Vater tot ist. Mhm. Wohnt ihr in der Nähe? Ja, wir wohnen nicht weit, sag ich mal so. Was halbe Stunde. Ja. Was hast du in dem Moment gemacht? Wo meine Mama mich angerufen, ich bin erstmal heulend zusammengebrochen. Meine Kinder kamen aus dem Zimmer gestürmt. Wie alt sind die Kinder? Mein Sohn, der ist 10 und meine Tochter ist 6. Also sie haben das beide dann schon durchaus verstanden, dass der Opa tot ist? Ja, der Große glaube ich schon, aber meine Kleine noch nicht so. Also die verhalten sich ganz normal. Mhm. Bist du denn dann direkt nach dem Telefonat oder etwas später denn zu deiner Mutter gefahren? Oder ins Ich wurde abgeholt. Ja. Hast du deinen Papa dann noch gesehen? Vor die Vortage? Nee, oder? Nachdem er verstorben war. Am Sonntag durften wir ihn sehen. Mhm. Bei der Aufbewahrung. Mhm. Ja, ich konnte das nicht fassen. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das ist nicht mein Papa. Weil er so verletzt aussieht, oder? Nee, man hat nichts gesehen. Also die Verletzung war ja hinten im Kopf. Mhm. Und aber du hast er sah zwar friedlich aus, aber er sah doch schon halt anders aus, ne? Als wenn er jetzt nochmal schlafen würde. Mhm. Es war definitiv so, dass er sofort tot war. Ja, er war sofort tot. Die inneren Verletzungen im Kopf, die waren so, dass er sofort tot war. Mhm. Wie lange hat dein Vater in diesem Beruf gearbeitet? 30 Jahre. 30 Jahre lang. Ja. Das heißt, so eine Grundangst hat man als Angehöriger wahrscheinlich immer, ne? Bei immer. So einem Beruf. Mhm. Ich habe immer Angst gehabt. Mein Vater, der war bei jedem Wetter, war der immer draußen. Mhm. Egal, ob es geschneit hat, geregnet hat oder sonst was, immer. Ja. Er war auch nie oft krank. Er war kerngesund. Und gerade jemand, der dann so erfahren ist und so viel schon erlebt hat, dem passiert es dann eben auch so etwas Schlimmes. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, seit 6 Jahren, also jetzt mit meinem Vater eigentlich immer gut, mit meiner Mutter nur früher nicht. Und seit 6 Jahren eigentlich durch meine Tochter jetzt ist es eigentlich besser geworden. Mhm. Wir sind immer enger zusammengeschweißt. Mein Vater hat alles gemacht für mich, weil ich alleine bin. Ja, also du bist alleinerziehend. Ja. Ja. Mhm. Jetzt ist das der absolute Schock in eurer Familie, vermutlich. Ja. Der Vater war noch gar nicht alt. Nee. Niemand hat damit gerechnet. Nein. Und jetzt ist das Leben komplett anders. Jetzt ist alles anders. Bist du das einzige Kind? Ich habe noch 2 Geschwister. Ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. Mhm. Ich bin die Älteste. Ja. Und dann kommt mein Bruder und meine kleine Schwester. Mhm. Am Donnerstag ist es passiert, sagst du? Mhm. Wann wird die Beerdigung sein? Donnerstag. Diese Woche Donnerstag, Donnerstag. Mhm. Mhm. Hast du Angst davor? Ja. Mhm. Obwohl, ich muss sagen, ich bin jetzt im Moment so ein bisschen ruhig. Mhm. Also, bis vor 2 Stunden hatte ich so einen kleinen Tief wieder gehabt. Mhm. Weil hier in der Wohnung ist auch so vieles, was mich so an ihn erinnert. Mhm. Wahrscheinlich ist es ein permanentes Auf und Ab, ne? Dass man vielleicht mal eine Weile ruhig ist und gefasst und dann. Ja, jetzt im Moment fühle ich nicht so, so eine Trauer fühle ich im Moment jetzt nicht. Was auch durchaus normal ist nach. Kann man nicht beschreiben, also ist ganz komisch. Kannst du schlafen nachts? Ja, es geht. Also ich schlafe ein paar Stunden, dann wache ich wieder auf und dann ist ein bisschen schwierig. Wie, erlebt deine Mutter diese Meine Mama lebt noch. Wie erlebt deine Mutter die jetzige Situation? Ja, die ist total am Boden. Also macht sich Vorwürfe. Warum? Ja,
wie soll ich das sagen? Ich meine, sie waren zwar zusammen, lieben sich auch, aber die haben das nicht so gezeigt gegeneinander, ne? Ach so. Meine Mutter, ja. Weil die haben Schulden. Mhm. Und da kam meine Mama nicht klar mit. Mhm. Und die hat dem Papa immer so aufgezogen oder runtergezogen oder wie auch immer. Achso, jetzt kommt so ein schlechtes Gewissen, wäre ich mal noch netter zu ihm gewesen, ja. Oder hätte ich doch mal... Für jedes kleines bisschen haben sie sich gestritten oder hat sie sich aufgeregt. Mhm. Das wirft sie sich heute vor. Und dann war das jetzt noch mit dem Führerschein, den wollte er jetzt, war er jetzt gerade dran. Er wollte einen Führerschein machen, oder? Ja, der hatte seinen Führerschein verloren, jetzt hätte er den wiedergekriegt. Mhm. Und da hat meine Mama den auch immer aufgezogen und runtergezogen, war wie auch immer. Mhm. Ja, und jetzt... Aber grundsätzlich war die Ehe in Ordnung. So war eigentlich in Ordnung, ja. Ja. Ja, das kann ich verstehen, dass man sich wahrscheinlich dann tausend Gedanken macht und Vorwürfe macht. Ach, da sind so, auch bei mir sind so viele Klar. Sachen. Aber ich meine, solche Sachen, wie du sie gerade geschildert hast, sind ja viele, sind ja im Rahmen des Normalen auch, wenn man mit jemandem eng zusammen ist, dass man auch mal ein heftiges Wort loslässt, dass man auch mal vielleicht ein bisschen ungerecht ist und so. Ja. Wenn es nicht so gravierende Dinge ist, über die man hinterher dann ein schlechtes Gewissen haben muss. Mhm. Aber klar, ich würde es auch machen. Mir wird auch jede kleine Unfreundlichkeit durch den Kopf gehen, die ich der Person angetan habe und würde mich schämen dafür. Mhm. Klar, klar. Aber jetzt bist du alleine mit deinen Kindern. Wie ist das für dich? Du musst ja jetzt vor den Kindern relativ stark sein. Und ja, das ist schwer. Aber ja, meine Kinder merken das schon. Ich weine zwar nicht vor meinen Kindern jetzt, aber die merken schon nicht, dass ich sehr traurig bin. Mhm. Sonst lache ich eigentlich immer viel und das ist jetzt im Moment nicht. Hast du denn jemanden, wo du weinen kannst und wo du deine Trauer richtig zeigen kannst auch? Ja, bis auf meine Familie eigentlich sonst keinen. Ja. Aber bei der Familie geht das auch mit den anderen Geschwistern. Ja, ja. Mhm, mh. Also nur mit meiner Schwester. Mein Bruder, der trauert anders. Mhm. Dann kann man auch nicht drüber reden, der sagt auch nichts. Mhm. Ja, ist nur meine Mutter und meine Schwester. Mhm. War dein Vater, war der selbstständig oder war der angestellt? Nee, war angestellt. War angestellt. Mhm. Gibt es da jetzt auch noch irgendwie ein versicherungsrechtliches Nachspiel, dass deine Mutter eventuell noch eine Versicherungssumme bekommt? Ja, das Problem ist auch, die war nicht abgesichert, ne? Die hat keine Lebensversicherung oder mein Vater keine Lebensversicherung. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt da... Ich meine, es war ja ein Arbeitsunfall. Ich frage das nur so. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Dass vielleicht der Arbeitgeber dann irgendetwas zahlen muss. Also ihr steht auf jeden Fall was zu von der Firma. Mhm. Das hat der Chef schon gesagt. Ja. Von meinem Vater. Sicher, aber die Sachen werden dann später geregelt. Jetzt geht es erstmal darum, dass ihr auch die Beerdigung richtig vorbereitet. Und solltet allerdings, wenn ihr da ein bisschen unsicher seid, was diese arbeitsrechtliche Dinge betrifft, euch da einen Rechtsanwalt dazu nehmen, finde ich. Mhm. Manchmal sind Menschen aufgrund ihrer Trauer etwas außerstande, da ihr eigenes Recht durchzusetzen. Ich würde aber gerne dir vorschlagen, dass du besonders bezogen auf die Situation du und deine Kinder, wie du deinen Kindern gegenüber mit der Trauer umgehen sollst, würde ich gerne, dass du ein Gespräch noch führst mit meiner Psychologin, die gerade in diesem Bereich sehr, sehr bewandert ist. Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und die Simone ruft dich gleich an. Ja, alles klar. Dann wünsche ich alles Gute, alles Liebe, Michaela, und viel Kraft für die nächsten Monate und die nächste Zeit. Ja, alles klar. Auf Wiederhören. Ja, ich Tschüss. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir telefonieren wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer. Das ist eine kostenfreie Nummer, 0800 220 50 50, oder mailt unter domain@wdr.de. Hinweis an dieser Stelle auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema ungewöhnliche und extreme Berufe. Möchte mit euch da draußen reden, die ihr sehr ungewöhnliche, sehr extreme Berufe ausübt, die wir Normalmenschen so mit Staunen oder mit Verwunderung oder mit Ekel vielleicht sogar verbinden. Wenn ihr gerne morgen mit mir darüber reden wollt und mir ein bisschen aus eurem Berufsleben berichten wollt, dann meldet euch am besten vielleicht heute auch schon per Mail oder morgen dann während der Sendung. Näheres zu unseren Themen generell unter www.domian.de. Hier ist Sarah und Sarah ist 19 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo Domian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir?
Also erstmal will ich echt deiner Regie und allen Danke sagen, dass sie mich durchgestellt haben. Ich habe schon öfters versucht, hier anzurufen und es hat irgendwie nicht geklappt. Bei mir geht es darum... Aber jetzt haben wir uns. Ja, bei mir geht es darum, ich wurde 10 Jahre von meinem Vater missbraucht. 10 Jahre lang? Ja. Wie alt warst du da? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Von 6 bis 16. Von 6 bis 16? Von deinem eigenen Vater? Mein eigenen Vater. Und dann habe ich mit 16 endlich geschafft, irgendwie Anzeige zu erstatten. Mhm. War total schwer. Wie hast du das geschafft? Das ist ja ein großer Schritt, wenn man als 16-Jährige das sich traut. Das war eigentlich, ich will nicht sagen, dass es Schicksal war. Ich bin krank geworden, hatte einen Blinddarmdurchbruch, musste dann ins Krankenhaus. Und dann kam ein Pfleger zu mir, wollte bei mir Fieber messen. Und dann kam alles hoch. Und dann habe ich mich da einer Ärztin anvertraut. Die hat dann das Jugendamt eingeschaltet. Die haben mich dann direkt aus meiner Familie rausgeholt. Also ich kam direkt vom Krankenhaus weg. Meine Eltern, meine Familie habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Wie groß ist die Familie? Wie viele Geschwister gibt es noch? Es gibt 3. Wie alt sind die? Sind älter als ich. Älter als du, du bist das Nesthäkchen. Zwei von denen ist das auch passiert. Und die haben nie was dagegen getan. Irgendwie, innerlich habe ich irgendwie einen Hass auf die, aber einerseits kann ich die verstehen, weil das ist ein schwerer Schritt sowas. Ich muss, möchte ich gerade mal fragen, du hast gesagt, in dem Krankenhaus, als der Pfleger mit einem Fieberthermometer kam, ist alles in dir hochgekommen. Warum das? Ja, weil ich hatte, also nach einem Blinddarmdurchbruch muss man halt Fieber, also im Anal messen. Und das wollte er halt machen. Und und dann kam alles hoch. Und was war das? Was bedeutete das? Hast du dich da gewehrt oder hast du angefangen zu weinen? Oder was ich habe angefangen zu weinen und habe halt zu ihm gesagt, er soll bitte gehen. Und dann hat halt die Mitpatientin, die bei mir auf dem Zimmer lag, hat dann die Ärztin gerufen. Die Ärztin kam dann halt und hat mich halt gefragt, was los wäre. Und da hast du auch die Kraft gehabt, dann schon der Ärztin das zu sagen? Ja, es hat schon was länger gedauert. Naja. Also ich habe erst halt gesagt zu ihr, ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte erst mal in Ruhe über alles nachdenken. Und dann bin ich halt später auf sie zugegangen, weil ich gesehen habe, so kann es nicht weitergehen. Mein ganzes Leben ging den Bach runter. Der eigene Vater hat dich 10 Jahre sexuell missbraucht. Der hat dich 10 Jahre, kann man das sagen, vergewaltigt? Ja. Ist es zum Geschlechtsverkehr immer wieder gekommen oder meistens? Ja, also immer wieder. Ich frage mich immer, wenn ich sowas höre, was ist mit der Mutter los gewesen? Hat deine Mutter es nicht bemerkt? Ich weiß es nicht. Meine Mutter, also ich hatte bis... Hab vor kurzem nochmal mit ihr telefoniert, weil ich ja erst seit kurzem wieder in Deutschland bin. War auch mal da, hab sie besucht. Und irgendwie immer, wenn sie jetzt wir haben jetzt den nächsten Gerichtstermin, wenn sie davon hört, sie sagt immer, ja, der Anwalt hat gesagt, du bist ja die Tochter, du kannst ja sagen, dass du dazu nichts sagen willst und sowas. Ach so, sie will es runterspielen. Ja, aber einerseits, ich habe noch eine Nichte jetzt, also zwei, und ich will sie davor beschützen und ich will endlich mit dieser Sache abschließen. So, jetzt muss ich mal festhalten, du bist jetzt 19 Jahre alt. Raus kam das quasi mit 16, als du 16 warst. Da war die Blinddarmgeschichte, ne? So habe ich es verstanden. Stimmt doch, ne? Ja, stimmt. Jetzt sind ja immerhin 3 Jahre ins Land gegangen. Das heißt, damals ist die Anzeige, hat stattgefunden und seitdem ist nichts passiert? Seitdem ist er auf freiem Fuß? Ja, weil das Jugendamt mich nach dieser Anzeige ins Ausland getan hat. Warum haben die das getan? Die haben als erst hat das Jugendamt mir vorgeschlagen, ich soll für 3 Monate nach Portugal gehen, um eine Auszeit zu haben. Um mal dich zu erholen von all dem. Ja. Ah ja. Und dann habe ich aber, weil ich mir so gut gefiel und die Pflegefamilie, wo ich da war, total echt lieb war, die haben mich herzlich aufgenommen, habe ich einen Antrag auf 1 Jahr gestellt und dann bin ich 3 Jahre da geblieben. Wo jetzt? In Portugal. In Portugal. Weil es mir super gut ging und du warst bei einer Familie in Portugal, so war das. Und dadurch hat sich das alles verzögert jetzt.
Und jetzt, ja, jetzt geht es erst richtig los mit den Verhandlungen, mit dem Gerichtsprozess. Ja, am 1. März. Am 1. März. Und du bist wild entschlossen, das durchzuziehen. Ich habe schon Angst. Hm. Hast du den Beistand? Ich wohne jetzt halt wieder in einer Pflegefamilie. Mhm. Und die sagen halt zu mir auch jeden Tag, weil manchmal kommt im Laufe des Tages kommt halt so ein Tiefpunkt wieder in mir. Mhm. Da kommen die Zweifel, schaffst du das? Mhm. In den ganzen Berichten vom Jugendamt steht auch, wir sind uns nicht sicher, ob die Sarah diese große Anspannung schafft. Mhm. Aber meine neuen Pflegeeltern, die haben halt gesagt, dass sie knallhart hinter mir stehen, sie werden mitkommen, sie werden mich unterstützen, die werden mich auffangen, wenn es mir schlecht geht. Das machen sie auch jetzt. Dann gratuliere ich ja erstmal, dass du so ein Glück hattest in all deinem ganzen Unglück, was du schon hast erleiden müssen in deinem Leben, dass du jetzt so nette Leute getroffen hast, bei denen du leben kannst. Ja, die sind super lieb. Das ist ja auch ein Glücksfall, das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Gibt es auch noch einen Psychologen, der dir beisteht oder im Moment nicht? Im Moment nicht, weil mir wird immer gesagt, wenn ich bevor dieser Gerichtstermin ist, wenn ich vorher zum Psychologen gehe, das wird halt beim Gericht schlecht dastehen, weil dieser Psychologe könnte mir eventuell in der Therapie noch irgendwie Fantasien in die Welt rufen. Und so macht man das. So macht man es. Ja, das habe so ich auch noch nie gehört. Gesagt. Das ist ja auch perfide, so eine Unterstellung zu machen. Mir wurde es knallhart verboten vom Jugendamt und vom Gericht, dass ich zum Psychologen gehe. Habe ich so noch nie gehört, bin ich jetzt etwas irritiert auch, weil ich immer der Auffassung war, dass gerade Opfer von so schweren sexuellen Gewalttaten mit psychologischem Beistand so etwas durchstehen müssen. Werden wir dich gleich auch noch mal ein bisschen beraten im Hintergrund, ob das alles auch so richtig ist und stimmt. Ich bin da etwas unsicher. Also mir wurde so gesagt. Ja. Mir wurde immer so gesagt, jetzt darf ich, das Einzige, was ich machen darf, ich habe mir jetzt einen Psychologen gesucht, und darf jetzt eine Diagnostik darstellen, wie schlimm halt mein Trauma ist vom damals. Mhm. Weil das Jugendamt will mich jetzt langsam aus der Jugendhilfe rausschmeißen. Mhm. Ich bin 19. Ja. Und meine Sachbearbeiterin, die hat halt gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist eine Diagnostik. Und wenn dir echt ein Psychologe bestätigt, dass du eine seelische Behinderung hast, dann kann ich dich weiter unterstützen. Seelische Behinderung ist auch ein krasser Ausdruck, ne? Also seelische Verletzung und so in der Richtung wahrscheinlich. Sarah, wenn ich dich noch ein paar Fragen fragen darf zu früher, wenn dir das jetzt zu nahe geht, dann sag ganz einfach, ich möchte das nicht beantworten. Wie oft hat er das gemacht? Der hat das, also so, wenn so wie soweit ich mich erinnern kann, es war fast dreimal die Woche. Mhm. Und als du dann schon so 14, 15 warst und dann hinterher auch 16, da könnte man ja so im ersten Moment denken, warum hat sie sich nicht dagegen gewehrt? Aber das hat wahrscheinlich seinen ganz klaren Grund. Erklär mal den Grund. Ist die Angst. Der hat immer gesagt, dir wird sowieso niemand glauben. Und wenn, irgendwann werde ich dich umbringen. Du weißt, dass ich Waffen zu Hause habe. Hm. Ich werde dich kriegen. Und das war einfach die Angst. Hm. Was sehr verständlich ist. Nicht, dass du meine Frage als Vorwurf auffasst. Nee. Das kann ich aber 1000-prozentig verstehen, dass man da Angst hat und vor allen Dingen, man ist ja gefangen in der Angst, wenn man das von klein auf mitgemacht hat. Ist das immer bei euch in der Wohnung geschehen? Ja, immer in der Wohnung. In deinem Zimmer? In meinem Zimmer. Eigentlich kommt in meinem Zimmer, im Wohnzimmer, dann hat er mich mal mit ins Schlafzimmer gedrängt, früher, wo ich klein war. Mhm. Erinnerst du dich an das erste Mal? Nee, da kann ich mich auch nicht mehr so. Ich weiß halt nur noch, dass es das erste Mal, dass es bei meinen Eltern im Schlafzimmer war. Das war, da wurde mein Zimmer renoviert, weil wir gerade umgezogen waren. Meine Mutter war auf der Arbeit und da ist es das erste Mal passiert. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich mir das nur ein bisschen plastisch vorstelle. Wie ein erwachsener Kerl Geschlechtsverkehr mit seinem Kind übt. Das muss doch auch höllisch wehgetan haben. Ja, klar. Abgesehen von den extremen seelischen Schmerzen. Und die Mutter war dann auch immer in der Wohnung oder war die nicht da?
Sie war teilweise nicht da. Also zu 90% war die nicht da. Und ich mache meiner Mutter auch keinen Vorwurf, nur irgendwie. Ich weiß genau, dass meine Mutter heute Abend zuhört. Ich weiß, dass sie dich jede Nacht guckt. Also ich mache ihr auch keinen Vorwurf, aber irgendwie der Schmerz ist schon, dass sie jetzt, wo es soweit ist mit dem Gerichtstermin, dass sie immer noch mit ihnen zusammenlebt und mich irgendwie als Lügnerin dastehen lässt. Also Sarah, ich will dir mal sagen, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich für meine Person mache deiner Mutter schon einen Vorwurf. Ich finde, dass man als Mutter die Augen so aufhaben sollte, dass man so etwas sieht. Es gibt sicher ganz wenige Ausnahmefälle, wo man das nicht sieht. Aber in der Regel sehen Mütter, wenn mit ihren Kindern irgendwas nicht stimmt. Und über so einen langen Zeitraum, und du sagst, dass deinen älteren Geschwistern das auch widerfahren ist. Nehmen wir mal an, deine Mutter hat es wirklich nicht gemerkt. Und es ist eine gute Gelegenheit, wenn sie heute Abend zuschaut. Dann ist etwas sehr Schlimmes in der Vergangenheit bei euch passiert. Aber liebe Mutter von Sarah, dann hab jetzt zumindest die Zivilcourage und steh deiner Tochter bei. Und stelle dich auf die Seite von deiner Tochter. Und distanziere dich von diesem Mann, der deine Kinder zerschunden hat. Mehrere Kinder, wie ich es gerade gehört habe. Vielleicht hast du viele Fehler in deinem Leben gemacht, aber jetzt hast du die Chance, zumindest ein bisschen was gut zu machen. Ich hoffe, sie hat zugehört, Sarah. Ja, ich habe zugehört. Ich hoffe, sie hat zugehört. Ich hoffe, dass sie auch zugehört hat, aber ich weiß, dass sie ist großer Fan von dir. Ich weiß, dass sie dich jeden Abend guckt, also dass sie dir zuhört, dass sie den Fernsehen anhat. Ich weiß das. So war das früher auch. Sarah, ich finde, dass du ein tolles und sehr mutiges Mädchen, junge Frau bist. Ich finde dich sehr sympathisch und finde sehr tapfer, was du da machst und was du durchziehst. Ich wünsche dir wirklich alle Kraft der Welt, dass du es schaffst. Domian. Und möchte jetzt dich gleich noch mal beraten lassen von meiner Psychologin, was die ganze Angelegenheit betrifft mit dem Psychologen. Aber du möchtest noch was sagen. Ja, ich habe heute ist ja Valentinstag. Und ich habe ein Gedicht für meine Pflegemutter gemacht. Und ich wollte fragen, ob ich das ganz kurz vortragen darf. Wenn es nicht so lang ist. Nee, das ist nicht lang. Na mach schnell. Also, liebe Regine, ich hab dich lieb und doch muss ich irgendwann auch gehen. Du weißt ja selber, dass auch du nicht stets nur bei mir bleiben kannst. Es ist immer ein Abschied, aber niemals ein Verlassen. Es ist immer ein Wiedersehen, aber auch niemals ein Zurückkommen. Ich hab dich lieb und eigentlich möchte ich dir nur sagen, ich werde dich nie vergessen, denn du hast mir sehr, sehr geholfen. Danke, Regine. Sehr nett, Sarah. Und die Regine hat es wirklich dann verdient, wenn die dich so nett behandelt, wie du es mir gerade geschildert hast. Jetzt legst du auf und die Simone ruft dich an und dann beredet ihr noch ein paar Einzelheiten, okay? Okay, danke schön, Domian. Alles Kann Liebe. Kann ich auch eine Autogrammkarte von dir haben? Ja, dann sagst du bitte gleich meiner Psychologin deine Anschrift und dann schicken wir sie dir, okay? Okay, also sie ruft mich zurück. Sie ruft dich zurück. Okay, tschüss. Okay, danke schön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Unser Thema morgen heißt ungewöhnliche und extreme Berufe. Und mit genau euch möchte ich sprechen, die ihr ungewöhnliche und extreme, exotische, vielleicht für manche Menschen ekelhafte Berufe ausübt. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Klaus ist hier. Klaus ist 44 Jahre. Hallo Klaus. Ja, hallo Domian, grüß dich. Morgen. Ich habe ein großes Problem. Also mein Vater ist auch im Dezember verstorben. Ja. An Lungenkrebs. Ich habe ihn ein paar Mal besucht. Ich habe dann gesehen, dass er immer weniger wog und die Vorgeschichte war, ich war im Sommer in Kaiserswerth, das ist so eine Spezialklinik für Leute, die Lungenkrebs haben. Und da hat die Stationsärztin zu mir gesagt, also dass mein Vater wohl also schon Metastasen hat und wohl nur noch ein halbes Jahr zu leben hatte. Und ich es wohl keinen weiter sagen sollte, weil gerade man so Krebspatienten die Hoffnung wohl nicht nehmen sollte. Und da habe ich natürlich einen großen Fehler gemacht und habe es keinen erzählt. Und zusehends bin ich noch trockener Alkoholiker. Ja. Und habe natürlich alles in mir reingefressen, bis zum gewissen Zeitpunkt, wo dann mein Vater im Sterben lag.
Da habe ich mich in den rheinischen Landeskliniken, wollte ich mich schützen. Ich habe es da vorgesprochen, habe gesagt, ich bin rückfallgefährdet. Ich halte die Situation meines Vaters nicht mehr aus. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Was heißt rückfallgefährdet? Ja, ich bin ja trockener Alkoholiker und die Situation, die sich im Krankenhaus abgespielt hat, war so, dass er zum CT musste und ich dann mit dem Radiologen gesprochen habe und er mir sagte, also es wären Metastasen an der Speiseröhre und es wäre wohl nichts mehr zu machen. Gab es denn sonst niemanden in der Familie? Gibt es da in der Ja, meine Schwester hat sich also fast nur um meinen Vater gekümmert. Meine Mutter ist 78, auch schwer zu Fuß. Und ja, aber die wussten nicht, dass es so schlimm um ihn steht? Ich habe also bis kurz, ja, sehr lange geschwiegen. Ich habe meiner Mutter was vorgemacht. Also ja, Moment mal. Bist du als Einziger eingeweiht worden? Also da vom Sommer aus, ja, von der Spezialklinik. Wie kommt das, dass selbst die Ehefrau dann nicht oder ein anderes Kind nicht? Ja, meine Mutter, wie gesagt, war schlecht zu Fuß. Sie ist auch schon 78 und... aber sie war doch sicher mal da, oder nicht? Nein, die konnte nach Kaiserswerth nicht, weil sie, wie gesagt, sehr gebrechlich ist. Und ich war so. Bin der Sohn von beiden. Ich habe zwar noch zwei Geschwister, aber der Sohn von beiden. Und deswegen meinte wohl der Arzt oder die Ärztin, dass ich wohl die Ansprechstation sei. Und hat mir das erzählt. Also du warst alleiniger Träger dieser Information. Ja, in dem Nachhinein muss ich dann leider sagen, weil ich, wie gesagt, habe dann mit dem Radiologen gesprochen und habe dann die endgültige Wahrheit, dass es also jeden Tag passieren könnte oder wie auch immer. Und so, jetzt ist der Vater, ich raff das mal ein bisschen, sonst verstehe ich es nicht so richtig. Dann ist der Vater im Dezember verstorben. Ja. Wann wurde denn, hast du denn irgendwie vielleicht einige Wochen vorher deine Familie aufgeklärt oder ihn selbst gar? Ich habe meiner Mutter also so nach und nach wohl gesagt, dass also schon mal mit dem Tumor angefangen, aber dann habe ich wieder gesagt, das kann ja auch gutartig sein. Ich habe also quasi, bis meine Mutter quasi es selber gemerkt hat, mit Gesprächen meines Vaters, dass es wohl so langsam zu Ende ging. Hat denn dein Vater die Ärzte selbst nicht gefragt, wie es um ihn steht? Also mein Vater, ich weiß nicht, ich kenne ihn also nur, der war früher in der Fremdenlegion und wenn ich da ihn besucht habe, hat er nur gesagt, dass er nicht schlecht schlucken könnte und ich sage, ja, was hat der Arzt denn gesagt, die Visite, ja, das wüsste er nicht mehr und da... Achso, er hat also wahrscheinlich gar nicht so konkret nachgefragt oder nicht richtig hingehört? Nein, oder wollte es nicht nachfragen oder wissen. War es ihm denn dann in den letzten Tagen seines Lebens, war es ihm dann klar, dass er sterben wird müssen? Ja, und deine Mutter dann auch und der Familie? Ja. Machst du dir jetzt einen Vorwurf, dass du das so behandelt hast? Oder? Ja, es kommt ja noch schlimmer, weil ich noch nicht mal Mann genug, oder was heißt, noch nicht mal in der Lage war, zur Beerdigung zu gehen. Warum nicht? Ich habe Angst gehabt, dass ich diesen Druck nicht standhalte und... Welchen Druck? Ja, diesen Leidensdruck, wenn... Der Sarg da so in der Erde geht und ich dann irgendwie zum nächsten Bütchen renne und mich dann alkoholisieren würde meine Schwester, wie gesagt. Bist du denn damals in die Landesklinik gegangen? Ja, trocken gegangen. Für wie lange? Ja, nur knapp eine Woche. Die haben gesagt, die könnten das wohl mit der Krankenkasse nicht rechtfertigen, obwohl ich eine Doppeldiagnose von meinem Arzt bekommen habe. Aber du bist aufgrund der Anspannung nicht rückfällig geworden. Doch, leider doch. Ich habe dann das bis zum 30. geschafft und dann habe ich dann einen Anruf bekommen vor Silvester. Das wäre wohl nichts, dass ich alleine zu Hause rumhängen würde und... ja, da bin ich leider dahin gefahren, wo getrunken worden ist. Und ja, aber während der Zeit, während dein Vater noch schwer krank war, bist du nicht rückfällig geworden? Nein. Da war ich in der Klinik und habe mich also gesichert, und weil ich mich ja nun mal kenne. So, jetzt würde ich gerne von dir wissen, bist du jetzt so vielleicht auch emotional so aufgebracht, weil du dich über dich ärgerst, dass du wieder rückfällig geworden bist? Oder ärgerst du dich über dein Verhalten im letzten halben Jahr? Während dein Vater noch gelebt hat. Ich glaube, das beide kann das andere nicht ausschließen. Wie hättest du dich denn richtig verhalten sollen, deiner Auffassung nach? Ich hätte mit einer der Familie sprechen müssen. Ich hätte die Last, die ich dann zu hören bekommen habe, hätte gerade als Suchtkranker etwas mehr besser verteilen sollen. Warum hast du nicht mit jemandem gesprochen? Ich weiß es nicht. Ich
alle in den Glauben lassen, dass es nicht so schlimm sei. Und Somit hast du die Last alleine tragen müssen. Tust du dir jetzt im Nachhinein nur leid oder findest du, dass das auch eine falsche Entscheidung war deiner Familie gegenüber? Es war eine falsche Entscheidung für die Familie und ich bin natürlich auch wütend und sauer, dass ich noch nicht mal zu meinem Vater verabschiedet habe. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen, sobald das Wetter sich wohl ändert, dass ich dann mit meiner Mutter zusammen zum Grab gehe und mich dann verabschiede. Jeder verabschiedet sich auf seine Art, aber ich, wie gesagt, ich schäme mich, dass ich meinen Vater nicht wieder sehe. Also was dein Verhalten im vorigen Jahr anbelangt, da kann man ja durchaus differenzierter Auffassung sein. Du wolltest ja, du hattest ja erstmal eine gute Absicht, du wolltest ja deine offensichtlich auch sehr gebrechliche Mutter schützen, was dir auch eine Weile gelungen ist, hast sie aber dennoch dann so peu à peu an das Schlimme, an die schlimme Diagnose herangeführt. Ja. Insofern ist das ja schon mal in Ordnung. Ja. Aber ich blieb leider auf die Strecke. Ne? Und das so, jetzt geht es um dich. Ja klar, jetzt ist natürlich gefragt, wie es mit dir weitergeht. Wie lange warst du Alkoholiker? Also Alkoholiker ist man ja immer. Ja. Also ich war schon mal 5 Jahre trocken und seit dem Sommer habe ich 3 Rückfälle gebaut. Nein, nur vorher. Wie viele Jahre hast du vorher gesoffen? Ich habe immer so 3-4 Tage getrunken, aber so, dass ich das weiß, seit 1999, dass ich Alkoholiker bin. 99, ja. Jetzt darf dieses Gespräch nicht so einen Ton haben des Jammerns. Das hat mir so ein bisschen so einen Ton, wie du erzählst. Ich sag nochmal, dass das dein Verhalten in dem Krankheitsfall deiner Familie hatte ja einen absolut korrekten Hintergrund. Ja. Dass du jetzt daran, dass das für dich eine Nummer zu doll war, ist jetzt eine andere Geschichte. Ja. Jetzt hast du es nicht geschafft, deinen Vater zu verabschieden und mit auf die Beerdigung zu gehen. Das ist natürlich bedauerlich, aber du bist ja nur auch angeschlagen durch deine Erkrankung. Ja. Jetzt kann man darüber jammern. Aber man kann aber auch nach vorne gucken und sagen, okay, ich bin rückfällig geworden und ich bin mehrfach rückfällig geworden. Mhm. Grund genug, nach was jetzt passiert ist, dass ich nach vorne gehe und mich nochmal aber sowas von in den Hintern trete und alles in Bewegung setze, dass ich jetzt mein Leben wieder auf die Bahn kriege und mich dann von meinem Vater verabschiede. Und was noch viel, viel wichtiger ist, dass du so lebst, dass dein Vater stolz auf dich sein könnte. Das ist es doch. Ja, er hat ja noch, wo er noch relativ klar war, gesagt, bloß nicht trinken. Ne? So. Also ich kann einen Alkoholiker nicht versprechen. Ich kann wohl versprechen, alles Mögliche dafür zu tun. Ja, aber ein Alkoholiker kann auch verdammt viel tun. Und eigentlich sollte ein Alkoholiker das auch versprechen können, ich mache es nicht mehr. Und vor allen Dingen, wenn das quasi so der letzte Wunsch deines Vaters ist, sollte das wirklich die Überschrift für dein Leben sein. Ich war ja schon mal 5 Jahre trocken und ich gehe 3-mal die Woche in eine Gruppe und versuche alles Mögliche da trocken zu werden, meinen Weg wieder zu finden. Mhm. Ich gehe arbeiten, ich gehe einkaufen, ich hänge nur eine Wohnung rum, ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil ich das, wie du eben schon sagtest, das Jammern, weil ich manchmal so an mir habe, ihr nicht weiter zumuten wollte oder wie auch immer. Also ist dir das schon auch selbst ist dir das bewusst, ne? Das macht mich dann irgendwann wütend. Mhm. Ne? Also erst jammern und dann wütend, dass ich jammer. Aber ist doch alles gut. Ist doch alles schon mal gut auf dem Weg. Das heißt, dir ist das alles bewusst. Das ist doch die halbe Miete schon. Das heißt, du musst jetzt einfach noch, das ist alles mühsam, aber wem erzähle ich das? Und qualvoll und extrem kräftezehrend. Ja. Aber geh nach vorne und hab den Satz von deinem Vater im Ohr. Nie wieder Alkohol. Ja. Nur so kannst du für seine, ihm zu Ehren tu es. Und du tust gleichzeitig was Gutes für dich. Ja, das werde ich auch machen. Ich du bist im Moment in ordentlichen Händen, therapeutisch und betreuungsmäßig? Also ist es so, dass ich also zu jeder Zeit in der Rheinischen Landesklinik zur Ambulanten einmal die Woche, aber du weißt selber, wenn man nach der Giftung ist, fährt man sowieso erstmal so ein Loch. Man hat da sowieso Möglichkeiten, sehr wenige, die bis zu 2-3 Monate dauern könnte oder noch länger, um vielleicht viele Psychotherapeuten arbeiten nur mit Alkoholikern zusammen, die erstmal ein halbes Jahr trocken sind. Also da muss ich schon mich über den Selbsthilfegruppen muss so lange trocken halten, bis ich dann einen Therapeuten aufsuchen kann. So. Ich wünsche dir viel Kraft und ich danke dir. Toi, 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 Klaus. Alles Gute. Klar, alles Gute. Ja, tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Michael ist hier. Michael ist 28. Hallo, Michael. Hallo, Domian. Ja, hallo. Also ich bin 28. Ja.
Und zwar erstmal Kompliment an dein Team und an dich. Danke. Und zwar mein Thema ist Angstzustände. Mhm. Und zwar, ich habe momentan panische Angst, jemanden zu verlieren oder zu versagen. Zu versagen? Ja. Verlieren im Sinne von, dass jemand verstirbt oder dass einfach jemand dich verlässt? Mich verlässt, ja, zum Beispiel. Wie ist deine Lebenssituation? Bist du in einer Beziehung im Moment? Ich habe vor 6 Wochen meine Freundin verloren. Ja. In dem Sinne, sie hat mich verlassen. Ja. Nach einer, wie langen Zeit? Nach 4 Monaten. Naja, es ging ja noch. Das ging noch. Meine Angstzustände kommen, also ich vermute, dass sie daher kommen. Ich bin mit 6 Jahren vergewaltigt worden. Mhm. Von wem? Und zwar bin ich vom Nachbarsjungen. Ja. Vergewaltigt worden. Wie alt war der? Der war damals 15, 16 so in dem Dreh. Ja. Es ging über ein halbes Jahr auch im Zeitraum. Mhm. Ich wurde dann auch soweit eingeschüchtert, nichts sagen, ich bring dich um, diese ganzen tollen Geschichten. Was man immer hört. Ja, und ich habe es bis heute meinen Eltern nicht gesagt. Mhm. Die wissen es gar nicht. Ich bin danach, also auch spät, wie ich auch weiter in der Schule war, ich wurde geschlagen, getreten, hatte auch eine Lehrerin, die mich nicht ausstehen konnte. Wahrscheinlich warst du dann auch aufgrund deiner Angst ein sehr zurückgezogenes Kind und ein scheues Kind. Ja. Und ein Außenseiter-Typ, ja, automatisch dann geworden. Ja, richtig. Frage noch zu dem Jungen, der das dann mit dir gemacht hat. Ja. Wie kam es, dass er dann von dir abgelassen hat? Die sind später weggezogen. Mhm. Aber später sind sie dann weggezogen, ja. Und da war ich auch irgendwie ganz froh drüber. Hast du denn, du bist ja 28 jetzt? Ja. Das ist ja schon eine ganze Weile Zeit vergangen. Hast du diese Symptome, die du gerade beschrieben hast, schon immer, seitdem du jetzt erwachsen bist? Ja, habe ich schon seit immer. Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, also ich falle zwischendurch mal in so ein Loch, wo ich dann absolut down bin und wo ich also auch keinen mehr, von meinem engsten Freundeskreis keinen mehr an mich ranlasse. Da ich absolut verbarrikadiere und zumache. Aber du hast einen engen Freundeskreis. Ich habe 2 gute Freunde, ja. Wissen die von deiner Vergangenheit? Also meine beste Freundin weiß davon. Mhm. Der habe ich das aber auch erst vor kurzem gesagt. Erst vor kurzem gesagt? Erst vor kurzem gesagt. Warum hast du so spät erst gesprochen? Ja, ich fühlte mich irgendwie schäbig, das zu sagen. Mhm. Auch die Angst, wie sie darauf reagiert. Mhm. Auch die Angst, dann diese gewisse Person zu sagen, so, lass mich damit besser in Ruhe. Wie hat denn die Freundin reagiert im ersten Moment? Sie war erstmal ein bisschen geschockt. Aber sie hat hinterher gesagt, warum ich ihr das nicht früher erzählt habe. Sagen die wirklich guten Freunde immer. Weil die wirklich guten Freunde haben dafür natürlich ein offenes Ohr. Das ist ja ganz klar. Aber ich kann auch immer die Angst und Sorgen der Menschen, der Opfer verstehen, die sich schämen, dass man sich einfach schämt und... Ja, dazu kommt es auch noch, dass ich nicht sehr großes Vertrauen zu meinen Eltern habe. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, klar, man, ich sag mal, als Kind macht man auch, ich sag mal, Lügen aus Angst. Mhm. Das ist nachher so hat sich dann nachher auch so reingesteigert, dass aus nachher, ich kann nur best Beispiel nennen, dass ich so als kleines Kind eine Armbanduhr geschenkt bekommen habe von meinen Eltern. Ich sie dann in der Hosentasche vergessen habe, meine Mutter sie dann gewaschen hat, die Hose, da war auch die Uhr dann drin. Und 2 Tage später mich mein Vater dann fragte, hör mal, wo ist deine Uhr? Und ich einfach so gesagt habe, Mama hat sie dann mitgewaschen. Und das wollten sie mir dann nicht glauben, dass mein Vater den Gürtel auszog und mir den Gürtel richtig über den Rücken zog und dass ich quasi von den ganzen Rücken entlang meine Haut aufgeplatzt ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil du gelogen hattest. Ja. Ist das öfters vorgekommen, dass dein Vater dich so geschlagen hat? Ein paar Mal, ja. Wie ist heute der Kontakt zu den Eltern? Ich habe heute normalen Kontakt, aber Vertrauen ist keins da. Ja, ja. Hast du denn hast du dich mal verlieben können? Richtig? So richtig? Ja. Groß? Ja, habe ich. Und ich habe mich einmal so richtig verliebt. In der 2. Beziehung, dann wurde ich natürlich wieder in Tiefschlag versetzt. Diese gewisse Person ist mir 2 Mal fremdgegangen. War auch deswegen auch beinahe kurz davor, mir das Leben zu nehmen.
Also ist im Moment, könnte ich mir vorstellen, eine ganz, ganz starke Ansammlung von Angst und Misstrauen bei dir da, Leuten gegenüber. Ja, richtig. Mhm. Ja. Hast du auch mit dieser großen Liebe oder auch mit anderen Frauen gute, entspannte Sexualität leben können oder ist das auch gestört? Doch, das habe ich leben können. Das hast du ja leben können. Das habe ich leben können. Mhm. Ich habe nur halb so, das Problem ist, ich, wie gesagt, dass ich so ein bisschen bei Männern halb Abstand halte. Mhm. Ich komme besser mit Frauen klar. Mhm. Wie du das jetzt alles beschreibst und schilderst mit dem Hintergrund und der Jetzt-Situation, fände ich es ganz, ganz angebracht und ganz dringend, dass du in eine psychologisch-psychiatrische Behandlung gehst. Mhm. Michael, ganz dringend. Ja. Weil ich glaube nicht, dass du das alleine auf die Reihe kriegst. Und das ist ja auch nicht schlimm, wenn man das nicht alleine schafft. Ja. Wärst du dazu bereit? Bereit wäre ich dazu, ja. So, dann werden wir dir jetzt gleich mal ein paar Tipps geben, wie du das am besten einfädelst. Mhm. Einverstanden? Ja. Einverstanden. Legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Könnte ich auch noch ein Autogramm haben? Ja, hinterlässt du bitte gleich deine Adresse, ja? Ja, okay, also soll ich jetzt auflegen? Du legst auf und wartest auf den Rückruf. Ja, okay, gut. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema ungewöhnliche und extreme Berufe. Ich möchte gerne mit ganz ungewöhnlichen Berufsmenschen morgen sprechen. So ungewöhnlich, dass sie vielleicht mir gar nicht jetzt im ersten Moment einfallen, die Berufe. Also ungewöhnlich, Leute, die von sich aus auch schon selbst sagen, das ist ein ungewöhnlicher Beruf oder der ist auch nicht sehr angesehen, der Beruf, oder viele Leute rümpfen die Nase. Stichwort Totengräber, Stichwort Bestatter, das sind ja immer noch alles, was so im Bereich des Todes stattfindet, ist so ungeheuer wichtig, aber es sind Berufe so am Rande der Gesellschaft. Also ungewöhnliche, extreme Berufe, morgen unser Thema. Ihr könnt jetzt mailen schon und euch anmelden unter domin@wdr.de oder ihr ruft morgen während oder vor der Sendung an. Jetzt kommt Jana und Jana ist 25. Hallo Jana. Hallo Domian. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. So, um was geht's bei dir, Jana? Mein Problem ist, meine Ehe ist kurz vor aus. Oh weia, wie lange bist du verheiratet schon? 3 Jahre. Ja, Kinder? Nein. Ja, warum ist die kurz vorm Aus? Mein Mann ist vor einem Dreivierteljahr fremdgegangen. Mhm. 2 Monate, wie sich hinterher herausgestellt hat. Also 2 Monate lang mit immer derselben Frau, ja, oder? Mhm. Ja. War das eine Liebesgeschichte oder nur so eine Sexaffäre? Das war eine Liebesgeschichte. Naja, umso schlimmer. Und ich habe es nach 2 Monaten rausgefunden. Wie? Ich war zu Hause und ich habe mir schon was schon geahnt, weil er immer weggefahren ist zum Fußball und ja, immer gesagt, ich fahre zum Fußball und dann wurde ich langsam misstrauisch. So viel Fußball gibt's doch gar nicht. Ja, ich glaube ich auch nicht. Mhm. Und dann war ich eher zu Hause, als er gedacht hat und mir hier rief eine Frau an und sagte bloß Sascha. Mhm. Und ich sagte, nee. Ja, und dann kam er nach Hause und ich habe ihn dann gefragt und dann kam er raus mit der Sprache und hat mir dann erzählt, dass er die kennengelernt hat. Und das war vor einem Dreivierteljahr? Ja. Und das Ganze hat 2 Monate angedauert? Ja. Wie ist die Lage nun im Moment? Im Moment ist die Lage so, dass ich morgen höchstwahrscheinlich ausziehen werde. Ja, das heißt, die ganze Sache hat sich zugespitzt noch, obwohl er sich getrennt hat von der Frau? Ja. Inwiefern zugespitzt? Ich hab so danach getan, als ob nichts geschehen wäre. Mhm. Ich habe einfach weitergemacht. Hat er sich dann entschuldigt? Entschuldigt, ja. Aber ob er das ernst gemeint hat, weil nachdem ich es rausgefunden habe, hat er dann mich einen Monat später wieder belogen und ist zu ihr gefahren. Ah, das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass ihr beide auch nicht richtig offen geredet habt. Nein, haben wir nicht. Er hat also auch nicht dargelegt, sowas passiert ja immer aus einer Unzufriedenheit heraus. Da muss ja irgendwas sein. Er hat nicht darüber gesprochen. Doch, vor 3 Monaten haben wir dann angefangen zu reden, was ihm nicht gepasst hat an unserer Beziehung. Was denn zum Beispiel? Wir sind, wenn man so sagen, 2 Dickköpfe. Mhm. Und ich bin dickköpfig, er ist dickköpfig. Und wenn wir uns gestritten haben, haben wir uns richtig gestritten. Mhm. Und das hält er mir vor. Das heißt, es, jeder blieb bei seiner Meinung? Ich sehe ja ein, dass ich, wenn ich gestritten habe, zu doll gestritten habe. Ja. Ich sehe es ja ein, dass ich auch Fehler gemacht habe in unserer Beziehung. Ja. Er sagt ja auch, er sieht es eigentlich ein, aber jedes Mal, wenn wir reden, macht er mir Vorwürfe und gibt mir für alles die Schuld. Mhm.
Wenn du jetzt so zurückdenkst, wie lange ist es schon nicht mehr glücklich zwischen euch beiden? Boah, bestimmt schon ein halbes Jahr. Wenn nicht sogar länger. Ja, wohl länger, ne? Wenn du vom Dreivierteljahr das mit der... Ein Jahr mindestens schon. Und vorher war das richtig im grünen Bereich, wie man sich das vorstellt? Ja, lief alles gut und. Lief es normal oder lief es toll? Lief normal. Normal. Ja. Gab es denn mal ganz am Anfang eine große Phase der Verliebtheit zwischen euch beiden? Oh ja. Das ja? Ja. So, und heute liebst du ihn nicht mehr? Ich ja. Ich ihn schon. Er und sagt nein? Er sagt, er ist sich sein Gefühl nicht sicher. Er sagt zwar, du bist mir nicht unwichtig. Ah, ja, mein Hamster ist mir auch nicht unwichtig. Und das sind so Aussprüche. Und ich habe wahnsinnige Angst davor, morgen den Schritt zu wagen, auszuziehen. Weil ich Angst habe, ich verliere ihn endgültig so. Also du bist aber in der jetzigen Lage, in der Situation, auch in der Wohnung, völlig unzufrieden. Ich bin einfach nur mit den Nerven fertig. Ich bin vor 3 Wochen, habe ich eine Woche woanders geschlafen, weil wir uns eine Auszeit nehmen wollten. Dann war ich 2 Wochen weg und bin wiedergekommen und habe gedacht, es geht. Nach 2 Tagen bin ich wieder woanders geschlafen gewesen. Das heißt, es wird ständig gestritten und es wird ständig sich auseinandergesetzt. Es gibt keinen Tag mehr, wo es irgendwie ruhig läuft. Also, er will scheinbar nicht so. Sex, gibt es Sex noch? Na, seit 2 Monaten nicht mehr richtig. Und vorher auch nicht mehr so dolle? Nee. Also, finde ich erstmal die Entscheidung rauszugehen, ohne jetzt weiter im Detail darüber zu sprechen, gut, Jana. Das ist gut, damit kannst du gar nichts falsch machen. Ich habe bloß Angst, dass ich ihn ganz verliere jetzt durch diese Aktion. Glaube ich nicht. Also das hat zum Vorteil, dass die beiden Kampfhähne erstmal ein bisschen auseinander sind. Dass man sich für sich auch etwas mehr beruhigt. Und bietet die Chance, wenn da wirklich noch was ist, dass man das wieder keimen lassen kann und dass das nicht kaputt getreten wird durch dieses ständige ineinander sich verhaken und verzerren. Weil ich will mir ja auch eine eigene Wohnung suchen erstmal. Dass wir auf Abstand kommen. Ja, das finde ich eine richtige Idee, eine richtige Entscheidung. Und dann wird man sehen, auch wie sein Engagement ist nach, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6 Wochen oder Monaten. Wenn er dann völlig weg von dir driftet, dann ist es der Beweis, dass er wirklich dich nicht mehr will. Und du machst überhaupt nichts falsch, wenn du es jetzt machst. Du machst nur alles richtig. Also ich meine, ich habe heute Abend schon meine Klamotten gepackt. Ja. Weil ich morgen geholt werde. Ja. Und wir werden uns morgen auch nicht mehr sehen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mit ihm reden soll morgen früh oder ob ich einfach sage, tschüss, ich melde mich bei dir, ich möchte nicht, dass du dich bei mir meldest oder... Nee, so theatralisch würde ich es gar nicht machen. Leg ihm die Telefonnummer hin und sag, wenn uns danach ist, dann telefonieren wir. So hast du alle Türen offen. Sonst würde ich gar nicht sagen. Gut. Ich würde es ganz, ganz freundlich sagen, je souveräner du jetzt bist, Jana, je souveräner du bist, desto stolzer kannst du hinterher auf dich sein. Wenn du jetzt zu hysterisch bist und zu theatralisch oder weiß ich was, stehst du einfach nicht gut da. Ja. Und selbst wenn ihr hinterher nochmal zusammenfinden solltet, muss all das blöde Verhalten, was man an den Tag legt, wenn man sich so verbissen hat, das muss alles wieder vergeben werden und das ist viel Arbeit. Deswegen ist diese räumliche Trennung wunderbar. Finde ich eine richtig gute Idee. Also ist das doch das Richtige, was ich mache? Ich finde ja. Also ich finde, ganz klar. Hat er denn dagegen irgendwie ein bisschen gebremst? Hat er gesagt, tu das nicht? Nee, er hat auch gesagt, es ist besser für uns, weil er mir sagt, er weiß nicht, was er will. So, also was willst du mehr? Du kannst ja nicht wie eine Klette da bei ihm im Hängen bleiben. Nee. Also raus, leg ihm die Nummer hin, dass er sich melden kann, wenn er es möchte. Und da halt du erstmal still, wenn du es irgendwie schaffst. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Jana, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Die Sendung ging immer schnell rum, habe ich gerade den Eindruck. Also, in der Technik war Michael Verhoeven und morgen heißt unser Thema ungewöhnliche und extreme Berufe. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ganz ausgefallene Sachen jobmäßig machen, die wir vielleicht gar nicht so kennen oder über die wir Vorurteile haben, kann ja auch sein, oder über die viele Leute auch die Nase rümpfen, kann ja auch alles Mögliche sein. Also ungewöhnliche und extreme Berufe morgen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und dann sage ich jetzt auch schon mal so als Info für die Stammzuhörer in der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag sind wir nicht im WDR-Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio und bei 1 Festival. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Morgen sind wir im Fernsehen und im Radio. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR-Fernsehen mit der Sendung Ungewöhnliche und extreme Berufe. Macht's gut, gute Nacht, bis morgen, tschüss.